Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Far Cry New Dawn. Wir sind auf dem Weg, um Carminas Vater zu retten, der in den Fängen der Highwayman ist. Und dafür machen wir einen etwas größeren Weg, zugegebenerweise. Aber es wird sich lohnen, denn wir kriegen dabei ein paar Sachen. Und Sachen sind immer gut. Aua. Aua, das... Aua, hat wehgetan. Gut. Ach man, ach Leute. Den Spiel. Flops, Flops, Flops. Ich hab Flops gesagt. Und wenn ich Flops sage, heißt es, stirb. Das müsst ihr doch wissen. Ja, beschädigte Haut. Dann ist die halt beschädigt. Ja, dafür hat mein Hund dich gefressen. So, Nummer 1. Nummer 2. Da ein paar Sachen zum Looten. Timber? Timber, wo ist der Rest? Timber. Ja, fein gemacht. Aber wo ist der Rest? Wo noch Klebebänder? Da? Nein. Timber, guck die Typen an. Timber, komm mal bitte hier hinter, ob hier irgendwas ist. Okay, anscheinend nicht. Das ist ein Wolf. Da, es geht ein Bunker rein. Ich verstehe. Hallo. Flups. Radio. Gut, ich würde sagen, hier sind wir fertig. Das ging ja wieder schnell. Gut, Barlows Klage. Da. Komm, Uni. Auf zum nächsten. Wir gehen zu Barlows Klage. Wir gehen da jetzt schnell hin. Ich hoffe so sehr, dass wir irgendwie keine Klagen von Drittanbietern bekommen, weil ich habe die Musik ja angelassen. Die mache ich zwar ab und zu mal aus, aber ich will nicht, dass es hier so komplett still ist. Deswegen habe ich nicht eingestellt, dass wir nur lizenzfreie Titel anhaben. So, das hier. Das da. Ein bisschen Draht. Und Barlows Klage ist auch abgeschlossen. Das ging richtig schnell diesmal. Gut, dann geht's jetzt zum Grabwasser. Theoretisch könnten wir... Ja, theoretisch. Ich weiß es nicht. Das könnte die Anfangsinsel sein. Die Anfangsinsel von Far Cry 5. Ich bin unsicher. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir hier noch einiges zu tun haben. Aber... dass wir das schon ziemlich gut am Aufdecken sind. So, da ist Flatterer. Ah, nicht mit der. Mit der ist, wird das schon super gemacht. Super gemacht. Na, dann halt nicht. Ist mir dann auch egal. Da rüste ich wieder die richtige Waffe aus. Und ich lade die hier mal nach. Wenn wir sie dann brauchen, dass ich dann nicht erst eine Rakete reinpacken muss. Genau. Passt. Na ihr? Ihr alten Rülpser? Mach du das mal. So. Ich würde sagen, das waren die beiden. Wir gehen irgendwie hier rein. Stinktier. Lass du mich mal in Ruhe, Stinktier. Zahnrad, Zahnrad. Zahnrad, Zahnrad. Jetzt noch irgendwie da reinkommen. Indem wir ein Schloss knacken. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir den Schlüssel gleich nicht finden.
So, das hier. Fertig. MP3-Player. Du bist echt ekelhaft, Alter. Und du hast so ein Glück, dass der Baum davor war. Na komm, fall ihn an. Okay, tu's doch nicht. War effektiv genug. Mich interessiert trotzdem, wo der Schlüssel sein kann. Das ist das Zeug von denen. Wo ist der Schlüssel? Ist der irgendwie hier oben gelandet, oder? Keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ist eigentlich auch egal, wir sind ja da so irgendwie reingekommen. Gut. Dann dahin, zum Hollyhock-Haus. Haus, nicht Hass. Auf wie geht's. Ein paar neue Federn. Ja, das kann man alles sehr gut gebrauchen hier. Das ist wieder mal ein Item-Transport. Guck. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ich brauche die Items. Bleib mal stehen, habe ich gesagt. So, aufmachen. Zahnräder, Titan. Okay, besser als nichts. Hundi, Angriff. Lass meinen Hund in Frieden. Da. Meine Fresse. Das soll jemand sehen. Hallo, Beda. Ich suche Federn. Und finde ein Stinktier. Hallo? Feder 1. 2. 3. 4. Doch nicht 4. Das war die vierte. Aber wie kommt man dahin? Kann man da irgendwie... Gibt es einen Geheimgang? Oder bin ich nur zu doof, um diesen Safe gefunden zu haben? Das schließe ich absolut nicht aus. Ja, ich bin zu doof. Gut, hätten wir das auch geklärt. Aber ich brauche das Titan doch, Mensch. So. Hätte man wieder einen Schlüssel finden können. Den haben wir jetzt tatsächlich auch gefunden. Na gut, jetzt geht's halt zur Wurmküste. Ein toller Name. Die Wurmküste. Hallo. Hallo. Wie, verfluchte Hunde. Lass meinen Hund in Ruhe. So. Setz dich hin. Wir gehen zur Wurmküste. Hui. Was haben wir denn hier? Grizzlybären. Lass den Highwayman die Vorratskiste. Die haben sie sich verdient. Die haben so viele schon nicht mehr bekommen, seit wir da sind. Da können sie mal eine gebrauchen. Wolfi! Entschuldigung. Das war fast wie Roadkill. Komm wieder mit rein. Wir fahren weiter. War ich nicht. Deine Frau war schon tot.
Ich pack mal hier oben. Flop. Oh, weg damit, weg damit und weg damit. Und die hat ein bisschen gebraucht, wie mir scheint, um hier runterzukommen. Danke, ganz im Ernst. Bitteschön. Nix Problem, gerne. Haben wir noch einen Schlüssel zum überwucherten Schuppen? So, und raus hier. Na, nicht da rauf. Feder, Feder und Feder. So, wo ist der überwucherte Schuppen? Ich habe absolut keine Ahnung. Da. Ganz schön überwuchert hier. Ups. In dem Schuppen liegt jede Menge gutes Zeug, aber er ist abgeschlossen. Sucht die Gegend ab und findet den Schlüssel. Gefunden. Wow, das ist ja echt jede Menge gutes Zeug. Huiuiuiui. Meine Güte. So, das Wasserloch. Das machen wir jetzt noch schnell. Und dann holen wir Nick. Den alten Schwerenöter. Wie viel haben wir noch? Ah ja, noch 50 Muni. Das sollte reichen. Das sollte locker reichen. Für alles, was wir so finden. Vor allem, wenn wir das wieder so machen wie sonst. Hundi reinschicken, Alarm ausschalten, ein bisschen sneaken, ausnahmsweise mal nicht abdrücken, wenn Leute sich bewegen, wenn ich gerade noch geheim bin. Dann sollte das auch funktionieren. Dann klappt das so gut wie immer. Also schon ziemlich. So. Hallo, Leute. Ja, Hundi, geh erstmal da rein, bitte. Da ist schon einer. So, mal schauen. Da sind allein schon Leute. Kannst du dahinter gehen? Ja, kannst du. Alarmanlage. Und da hinten. So, Sniper. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Was wurde hier gerade angezeigt? Ich weiß es nicht. Nummer 4. Und die kommen hierher. Ja, lass das mal bitte. So, Dankeschön. So, jetzt irgendwas schlucken. Keine Ahnung, was das ist, aber... Hoch. Ja, Verstärkung ist nicht so. Wenn alles tot ist und das irgendwie dann eine Bombe an dem Verstärkungsalarm ist, ja, ist doof. War schon wieder doof, weil ich die eine nicht auf dem Radar hatte. Die war anscheinend außerhalb des Hundespürradius. Und dann hat sie die Leichen gesehen und dann war doof. Naja, passiert. Nicht zu ändern. Hätte schlimmer ausgehen können, ist es aber nicht. Ich würde für einen Becher Wasser ohne Staub drin töten. Ja, dann wasch den Becher doch vorher einfach mal aus. Ich glaube, da wirst du schon viel gewonnen haben damit. Bah. Bah, ist das ein Ranz hier. Warum
gibt den Leuten 3 Jahre mit regelmäßigem Regen und sie vergessen, dass wir vorher ein Jahrzehnt der Dürre hatten. Aber ich benutze mein Gehirn. Ich muss herausfinden, wie wir das Wasser dahin bringen können, wo wir es brauchen, wenn die nächste Trockenzeit uns ins Knie ficken will. So, was ist das jetzt? Was ist das? Ach so. Und ja, der Hund ist super. Ich weiß. Dankeschön. Gut, dann Runde 2. Dann gibt's halt doch erst in der nächsten Runde, Nick. Es tut mir leid, aber Ich muss. Ich kann die nicht einfach nur einmal eingenommen lassen, wenn wir die Möglichkeit haben, das 2-mal zu tun. 3-mal dauert zu lang. Da will ich erst bessere Ausrüstung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich mir erst mit Elite-Ausrüstung dran wagen. Da hätte ich dann auch gern schon die Fähigkeit, einfach Elite-Gegner zu wegfischen zu können. Ja, ich passe doch immer auf, also bitte. Dahinter kannst du nochmal laufen. Wir sind hier ein bisschen vorsichtig. Flops. Dann schalten den Typen aus. Dann kommt Tim immer noch hier vorgelaufen. Nicht, dass hier noch irgendwas Böses passiert. Okay. Nein, 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 nein. Scheiße! Was ist der andere Alarm? Okay! Ausgelöst. Ausgelöst ist die Antwort. Wo ist da in dem Moment egal? So, weg damit. Weg mit dir. Dann umzingelt das Gebiet mal. Macht nur, wenn es euch Spaß macht. Und vor allem, wenn ihr denkt, dass es euch was bringt. So. Verfatz dich. Verkackte Scheiße. Helm gebrochen. Huch. Ja, ich habe mir angewöhnt, solche Gegner immer mit Explosion auszuschalten. Ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt habe, aber es scheint doch immer ganz gut zu klappen. Dann liegen sie auf dem Boden und dann kann man sie irgendwie beiseite ballern. Das klappt mit am besten. So, gut, also. Dann würde ich sagen, wir tauschen jetzt noch ein bisschen Tierbeute ein. Wir haben ja einige, überhaupt, wir haben wirklich einiges. Huiuiuiui. Füllen mal die Muni nach. Ja, und dann können wir hier irgendwas gebrauchen. Ich meine, ich wette, wir könnten uns... Nein, wir können das uns... Ach ja, weil wir keine Platinen haben. Da war ja was. Oh, wir können uns sowas inzwischen kaufen. Wir haben 360. Die hätte ich schon gern, ne? Ah, nee, das ist nicht so meins. 600, 400. Das hier ist genau meins. Das. Naja. Wow. Wow. Okay. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und in der nächsten geht es ohne Umwege sofort zu Nick. Also sofort zu Nick. Deswegen, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.